Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir erkunden weiterhin die Areale hier in der Afterstory und besiegen gleichzeitig ein paar Trainer. Ich möchte mit meinen Wasser-Pokémon zusammen sein, deshalb schwimme ich. Ich meine, wir haben mal ein Buch gelesen, wo Strand, dass Menschen und Pokémon mal vereint waren in vergangener Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube, das war mal irgendwie so in der Pokémon-Story oder so. Auf jeden Fall ist das trotzdem ein bisschen komisch und vor allem war das früher vielleicht so, aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch hip und cool ist. Ich würde es auf jeden Fall nicht versuchen, mit einem Pokémon zusammen zu sein. Ich weiß, viele wollen mit bestimmten Pokémon wie Gardevoir oder Schlappohr oder Amphira, Fruyal, was weiß ich, solche Pokémon halt, so humanoide, weiblich aussehende Pokémon, mit denen vielleicht zusammen sein, aber würde ich jetzt nicht unbedingt befürworten, sage ich's mal. Ja, ich frage mich aber, für welches dieser Pokémon sie meinte. Das sind nicht alle Pokémon. Das wäre noch komischer. Sag mir bitte nicht, sie will mit dem, so einem Sejong zusammen sein. Das finde ich schon ziemlich komisch. Aber gut, jeder sein eigenes Ding, ne? Ich will ja hier keinen shamen. Ja, gut, ich denke, Azumarill wäre am ehesten humanoid im Vergleich zu ihren anderen Pokémon, oder? Man steht auf zwei Beinen, hat zwei Arme, Augen, Mund, Nase, Ohren. Das ist schon ziemlich menschlich, du. Ja, das ist schon, kann man nichts gegen sagen, das ist schon ziemlich menschlich. Keine Ahnung. Ich sinke. Du singst in deinen Tränen. Jeder, den ich kenne, spricht ständig von härterem Training. Eins habe ich auch so gedacht, aber ich finde es sehr schwer, das in die Tat umzusetzen. Mit meinen Pokémon zusammen zu sein, entspannt mich wohl einfach zu sehr. Das ist doch schön, schätze ich. Gott, das ist richtig open-world-haft hier. Das sind wir hier in Legends, Alter. Was geht hier ab? Too much going on. Hey, konnichiwa, buongiorno, Trainer, ich bin der Master. In der hiesigen Sprache würde man mich wohl Meister nennen. So in etwa. Neste pa, comprender? Ich sorry für meine Aussprache, ich kann das nicht. Ah, ich rieche es, irgendwas ist an dir. Zweifelsohne, du liebst Pokémon genauso wie ich. Das ist maravilloso. Also lass uns Folgendes machen. Ich erweitere deinen Pokédex, damit du die Beschreibungen der Pokémon auch in anderen Sprachen lesen kannst. Cool. Je suis désolé. Leider geht das nicht bei allen Pokémon, sondern nur bei denen aus Ländern, die ich, Master, besucht habe. Okay, kann ich deinen Pokédex mal sehen? Ah, an diesem Ding hier ziehen, an dem da rütteln und fertig. Ist das denn die Possibility? Dein Pokédex ist ja already auf dem neuesten Stand. Stan, du bist der Zeit wohl gerne einen Schritt voraus. Wie perfekt. Well, jetzt kannst du die Designträge zu den Pokémon auch in anderen Sprachen ansehen. Einfach marvelous, nicht? Ja, danke. Auf dem Poster steht eine Liste von Pokémon-Namen. Die Lieblings-Pokémon von The Master. Einem Mann reich an Welterfahrung. Rettern, Pikachu, Anton, Ponita, Sterndu, Carpador, Wingenau, Scaraborn, Sneebel, Teliosa, Hundusta, Wingull, Bummels, Roselia. Also deine Lieblings-Pokémon-Liste ist ja also ziemlich langweilig, muss ich sagen. Wirklich, also. Puh. Weiß nicht, ob ich jemand sowas Langweiliges gesehen habe. Das, war schon ziemlich langweilig. Okay. Schade, ich habe gedacht, vielleicht hätte ich ja noch einen Topschutz oder so. Aber wie es scheint, müssen wir es ohne Topschutz machen. Über dieses Wasser. Okay, hier gibt es nur Gras. Schade. Ich muss es mir anschauen. Kann ja sein, dass es da Items gibt. Hier runter zum Beispiel. Das geht, was? Oh, eine Riesenperle. Die kann man für viel Geld verkaufen. Okay, hier gibt es nur Geld. Mehr gibt es hier nicht? Nee. Nee, anscheinend nicht. Okay, dann können wir eigentlich weitermachen. Hier lang? Es gibt zwei Wege.
Okay, ich weiß jetzt nicht, welcher Weg der richtige ist. Okay, der andere. Hier gibt's einen Trainer. Meine Pokémon und ich strotzen nur so vom Muskelkraft. Wir sind bereit zum Kampf. Aha, was hast du denn so für Muskelprotze? Hast du ein Quappo? In meinen Träumen vielleicht. Kanivania, ob er Muskeln hat? Nein, nein hat er nicht. Nicht wirklich, nein. Höchstens haben seine Zähne Muskeln. Ich meine, guckt sie euch bitte an. Aber ansonsten, nein. Nein, nein, nein. In der Wasserlöse wird ja auch nicht helfen. Auch nicht die Vergiftung, die wird mir auch nicht zum Problem werden. Du bist hier das Problem. Und das beseitige ich jetzt. Wie oft haben wir dieses Female schon gehört? Bestimmt schon zu oft, oder? Aber Leute, allzu oft werden wir es nicht mehr hören. Ich habe schon oft angeteased, aber das Ende des Spiels nähert sich. Es ist noch nicht ganz da, aber es nähert sich. Und vor allem das Ende von den normalen Trainern. Die haben wir bald wirklich fertig. Ich meine wirklich, die Trainer, die wir jetzt in den nächsten paar Folgen besiegen, sind alle. Also alle hier auf dieser, Afrosori-Inseln sollten alle restlichen Trainer sein. Genau. Schönen Level Up für Tails. Ah, oh, so schick gemacht, der Lieb. Habe ich keine Vergiftung mehr. Toll. Oh, was für Muskeln? Du hast 3 Piranhas. Piranhas haben keine Muskeln, oder? Also zumindest keine, mit denen man flexen kann. Also von daher, keine Ahnung, was dein Argument jetzt hier war. Ich sehe es nicht. Greg. Aus uns ist die Luft raus. Wir hatten geplant, dich mit unseren stählernen Körpern aus dem Konzept zu bringen. Nix war's. Gibt es hier oben über dem Haus ein Secret? Könnte sein, dass hier ein Secret ist. Oder? Ja, ein Fläschchen AP+. Auch gut. Können wir auch nicht gebrauchen. Dann gehen wir mal hier nach rechts lang. Route 27 und 28. Sorry. Bisschen Schluck auf, war da gerade. Okay, hier geht's zum Karlberg. Sehr interessant. Wo geht's dann ans, ganz am Anfang der Route hin? Sorry für den Schluck auf. Ich hab grad Schluck auf. Bisschen unangenehm in Let's Plays, aber naja. Ich werde Nummer 1 bei der Superwettbewerbsshow in der Sinnoh-Region. Den Sieg werde ich mit einem Pokémon einfahren, das man nur hier finden kann. Ah ja, und welches? Oh Gott. Oh, meine Augen. Oh, so viel Sand in meinen Augen. Wo sind wir denn jetzt? Karte? Ein beschwerlicher Pfad mit starken Sandstürmen. Aha. Okay. Na gut, dann machen wir den. Gucken wir uns später an, was es am Anfang der einen Route gab. Dann kämpfen wir erstmal weiter. Was hast du dir bei den Level und den Angriffswert deiner Pokémon Gedanken? Über den Level, ja. Über den Angriffswert? Allgemein, die ganzen Sets und so. Nicht wirklich. Zumindest nicht viel. Nicht unbedingt sehr viel. Auf jeden Fall viel mehr kümmere ich mich um mein Level. Als um die Werte. Oh Gott. Das ist unangenehm. Tut mir leid. Ich habe jetzt auch keine Lust, kurz zu pausieren. Bis ich dann irgendwann keinen Schluck auf habe, aber. Darauf habe ich halt, wie gesagt, keine Lust. Ich will jetzt schon Pokémon spielen. Ich habe eine Sucht. Ich will jetzt spielen. Nicht später. Später. Ich will jetzt spielen. Ja. Ich versuche es ja schon zu unterdrücken. Aber hey. Ich nehme es mal positiv. Dadurch ist die Folge dann ein bisschen interessanter. Kann ich ein bisschen über mehr Sachen reden. Weil sonst solche Folgen, wo halt keine Story weitergeht. Wo ich einfach nur von Route zu Route gehe, alles abklapper, ganzen Items und Trainer. Ja, ist nicht unbedingt für jeden was. Deshalb kann ich sie ja mal irgendwas Randomhaftes, irgendwas Zufälligem füllen. Level 70! Schulteran! Nice! Ja, Klugopf ist immer noch da. Nice.
Was hast du noch? Sandamir. Ich habe nur drauf gewartet. Ich habe nur drauf gewartet, dass ich meinen Tails einsetzen kann. Ich schätze, dass auch hier in dieser Wüstenroute ist Tails allgemein ziemlich im Vorteil. Ich glaube, deshalb werde ich ihn auch gleich nach vorne tun. Ich glaube aber, bei jedem Menschen ist so ein Schluck auf immer anders. Ich glaube, manche haben es ein bisschen schneller vom Abstand her als andere. Sowas zum Beispiel. Dein Angriff war nicht übel! Danke. Level und Werte, wen interessieren solche Zahlen schon? Es geht um Siege, nicht um Statistiken. Naja, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, mein Freund. Nicht unbedingt. Ein Item! Okay, müssen wir mit dem Fahrrad durch. Schützer ist, glaube ich, ein Item, wo man Pokémon entwickeln kann. Richtig, damit kann man ein Pokémon entwickeln. Rion, glaube ich, war das, ne? Oder so. Hier ist ein Ninja. Oh, kein Kind. Ein richtiger waschechter Mann. Mein Streben nach Stärke brachte mich hierher. Der Wüstensand stehlte ich. Meinen Körper und meine Seele. Akzeptiere meine Herausforderung. Uah! Einzige, was ich dir gebe, ist mein Schluck auf. Da hast du den. Mach daraus, was du willst. Oh Mann, ich kann mich selber nicht ernst nehmen mit diesem Schluck auf. Ich glaube, das ist sogar das allererste Mal, dass ich eine Folge aufnehme mit Schluck auf, oder? Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass ich in der Folge Schluck auf habe, aber sonst mache ich eigentlich immer Pause und nehme irgendwann später auf. Aber ich habe jetzt keine Lust, später aufzunehmen. Ich habe später noch Sachen vor. Ich will jetzt aufnehmen, Mann. Vielleicht kennt er das. Wahrscheinlich. Ich bin komisch. Immer war so komisch. Ja, viel zu lustig, viel zu komisch. Genau so guckt ihr gerade wie Makuhita, weil ich so lustig bin, weil ich so XD. Honey bin. Genau. Genau. Pokémon? Oh, die Weiterentwicklung von Makuhita. Hariyama! Und ich, ist doch schon mal was aufgefallen bei den ganzen Trainern hier? Mir ist aufgefallen, dass sie keine Sinnoh-Pokémon benutzen, sondern nur Pokémon aus älteren Spielen. Genau. Meisten hier benutzen Pokémon aus Gen 3 aus Höhen. Soweit ich weiß, ist es sogar so, dass Kanto, Johto, Höhen und Sinnoh alle mehr oder weniger nebeneinander sind. Ich meine, nur Höhen ist ein bisschen mehr außerhalb von allen Vieren. Aber sonst müssten alle sehr nah aneinander sein, ja. Doch. Wir wissen ja von Pokémon Silber, dass Kanto und Johto direkt nebeneinander sind. Und ich meine, dass das gleiche auch hier mit Sinnoh wäre. Dass hier irgendwo in der Ecke von Sinnoh, irgendwo so hinten an den Ecken, kannst du da eigentlich auch schon zu Johto hin. Ich glaube, Höhen ist mehr Richtung Kanto. Ja, mehr in der Richtung ist es, glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr auswendig. Aber das ist das, woran ich mich noch erinnern konnte. Warum hast du eine Verbannung? Achso, wegen Siedewasser, genau. Ich gerade voll vergessen, wie mein Pokémon funktioniert. Mein Kampfgeist ist gebrochen. Ich habe schon während des Kampfes den Glauben an den Sieg verloren. Wie soll ich das vor meinen Pokémon rechtfertigen? Wo sie doch jeden Kampf voller Vertrauen in ihren Trainer bestreiten. Tja, kann ich dir nicht helfen. Halte dich nicht zurück, gib alles! Ja, das hatte ich sowieso vor. Oh Gott, drei Pokémon wieder. Agatha! Der Name kommt bekannt vor. Oh, Mietefühl! Oh, Mietefühl! Oh, guck dich an! Oh, guck dich an! Ist das nicht schön? Also, wenn man zu dem Pokémon sagt, dass es hässlich ist, also, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So also, gar nicht!
Aber hey, jeder hat seine eigene Meinung zu Pokémon. Manche Leute würden sagen, Pikachu sieht total hässlich aus. Andere würden sagen, oh mein Gott, Pikachu, mein absolutes Favorite. Es gibt halt immer bei Pokémon-Designs Meinungsunterschiede. Manche fragen sich bei manchen Pokémon, wie ist das überhaupt erlaubt worden? Wir haben sich die Entwickler gedacht, als sie es angeschaut haben, ja, das sieht gut aus, das nehmen wir. Andere wiederum denken sich, boah, das Pokémon sieht voll cool aus. Das wird mein neues Lieblings-Pokémon oder sowas halt, ne? Was ich damit sagen will, nur weil man einen Pokémon sehr dumm findet und man nicht verstehen kann, warum es überhaupt so designt wurde. Allgemein, nur weil man Pokémon vom Aussehen her schlecht findet, heißt es nicht, dass das jeder so findet. Es gibt immer Personen, die das Pokémon richtig cool finden vom Design her. Immer. Immer, immer. Immer, immer, immer. Na gut, also. Vielleicht gibt es da auch Ausnahmen. Vielleicht. Aber am Bidiffen ist da definitiv keine Ausnahme. Definitiv nicht. Weil ich mag am Bidiffen. Und somit. Das ist keine Ausnahme. Ja, Chanera, übrigens, sehr schwaches Pokémon, was. Gut dafür ist für XP Farm. Zack, ihr habt gesehen, wie viel es gegeben hat. Traumagie ist jetzt auch schon Level 70. Sehr schön. Haha. Ich lache alle Tränen einfach aus, ich besiege, oder? Obwohl wir verloren haben, fühle ich mich durch diesen Kampf gestärkt. Immerhin haben wir wirklich alles gegeben. Ich fahre mal ein bisschen langsamer, damit ich hier einfacher durchkomme, wollte ich sagen. Ich weiß aber nicht, wo ich lang muss. So. Man kann hier nur hoch, wenn man ganz schnell ist. Das ist vielleicht das Problem. Hier ist ein Haus. Hier ist ein komischer Stein. Okay, die Route verwirrt mich total. Das Gefühl, ich habe irgendwas vielleicht verpasst. Deshalb gucke ich mich noch mal ein bisschen um. Und ich möchte kurz sagen, dass ich die Fahrradmusik. Oh Gott. Die Fahrradmusik in diesem Spiel auch ziemlich cool finde. Weil wir die jetzt sehr viel hören werden. Wollte ich es mal erwähnen. Und ja, hier habe ich noch was verpasst. Drachenbrücken sind heilige Geschöpfe. Das hat mir mein Meister beigebracht. Und jetzt beweise ich es dir. Dein Meister Nyoto? Oder wo? Andrew hat ein einziges Drachen-Pokémon. Und das ist Garados. Es ist nicht mein Typ-Drache. Es ist nicht mal ein Drache allgemein. Vielleicht steht irgendwo im Pokédex, dass es wie ein Drache ist. Aber es ist nicht Typ-Drache. Es kann, weil ich weiß, vielleicht ein, zwei Drachenattacken nur. Es ist kein Drache. Fakt. Das ist Fakt. Es ist kein Drache. Es ist. Ein Seemonster. Aber ich meine, Garados kann, wie man hier sehen kann, sogar fliegen. Weil es ja auch Typ Flug ist. Ich weiß aber nicht, wie es das macht. Hat er keine Flügel, die es schwingen kann. Achso, hier sieht man es übrigens. Scorpio hat eine neue. Oh, sorry. Neue Attacke erlernt. Hat die Käferattacke fürs erste weggetan. Denn mit Trugschlag kann ich viel einfacher Shiny handen, jetzt wo ich meinen Meisterball verwendet habe für Giratina. Ich wollte schon mal sagen, vielleicht ändere ich das aber nochmal. Das, was Trugschlag macht, ist einfach, dass es dass die KP des Gegners auf immer einem KP übrig lässt. Hier steht es auch nochmal. Ist keine sonderlich krasse Attacke. Aber sie macht ihren Job. Und ist halt ziemlich gut fürs Shiny handen. Was ich auch übrigens noch öfter tun werde, aber ich will nicht zu viel spoilern. Ich wollte so sagen, damit ihr euch schon mal drauf gefasst machen könnt. Falls immer wieder Lücken sind an Videos, dann wisst ihr warum. Weil ich versuche natürlich, dass da keine sind. Ich versuche erstmal, dass das Garados down geht. Oh nein, nein, nein!
Von wo kam es Überstrahl? Aus dem Nichts irgendwie, aus der Luft los. Aus der Luft einfach. Mein Schlauch. Eieiei. Ich würde jetzt gerne einen Zuschlag zeigen, aber nee, mach ich lieber nicht. Ich würde es besiegen. Ich bin verwirrt, das ist ja gut. Knirscher, nom nom und ciao-i. Ach, das war nicht gut genug. Wir sind noch nicht stark genug. Nee. Hol dir mehr Pokémon. Bloße Stärke reicht bei einem Pokémon nicht aus. Harte Arbeit reicht bei einem Trainer nicht aus. Pokémon und Trainer müssen zusammenarbeiten und gemeinsam durch dick und dünn gehen. Tja, so sieht's vor aus, wa? Wo geht denn das hier lang? Okay. Ist hier ein Bonus oder geht's hier weiter? Insgeheim. Ich bin total verwirrt, wo ich hier bin. Hier gibt es bestimmt ein Item. Oder auch nicht, keine Ahnung. Oder ist es eine Abkürzung? Aber hier ist noch ein Item. Sehe ich das jetzt? Ja, gerade unten. Ein Leuchtstein. Ist, glaube ich, auch dafür gedacht, um ein Pomo zu entwickeln. Kann das sein? Ich gebe mal sehr viele von denen. Ich meine, besser spät als nie, ne? Sandsturm. Passt perfekt wie die Faust aufs Auge. Genau, besiegen wir die beiden noch. Und dann, glaube ich, sind wir auch schon gleich fertig mit der Route. Die Harmonie zwischen Menschen, Pokémon und der Natur muss bewahrt werden. Macht sich das ständige Herumrennen denn nicht müde? Schon. Ich meine, wann geht meine Pokémon eigentlich mal schlafen? Und vor allem wo? Wo schläft man den Pokémon? Ich meine, du kannst ja nicht schnell nach Hause und schlafen. Wo schläft man? Schläft man im Pokémon-Center? Ist man, fürs erste obdachlos und muss dort schlafen? Das sind bestimmt Fragen, die irgendwen nachts wach halten, oder? Ganz bestimmt zumindest welche. Zack, tschüss. Boing, boing. Hier sieht man auch viele Pokémon, die sich gerne in der Wärme aufhalten. Ich schätze mal, das hier ist ein ziemlich warmer Ort. Würde Sinn machen. Yeah. Oh, oh, oh yeah. Ich habe nur drauf gewartet, bis es kam. Ich habe nur was gewartet. Ursaring, sehr cooles Pokémon. Cooler Bär. Es gibt zwar bessere Bären in Pokémon, aber Ursaring ist schon toll. Definitiv, definitiv. Was? Bin ich aus dem Weg gedrückt? Vielleicht habe ich das auch so gesehen. Sorry. Aber so langsam steigen die Gegner hier an Level. Ich meine, zum Beispiel Ursaring ist das Level 58. Genau. Schon bald Level 60 werden die Trainer hier. Boah, da können die ja endlich mal mithalten, mehr oder weniger. Also nicht wirklich, aber mehr oder weniger, ne? Fuchtler ist eine sehr starke Attacke, aber ich meine, da gab es irgendeinen Downside zu Fuchtler. Ich weiß aber nicht, welches es war. Jetzt können wir mal A-Spam, bis es down ist. Zack, bumm, tschüss. Ja, Tails ist stark genug. Das reicht schon allemal aus. Geschafft. Du bist total in Ordnung. Danke. Du bist überhaupt nicht müde? Ich schätze schon ein bisschen. Denk mal ganz gut darüber nach, was es bedeutet, die Natur und die Pokémon zu schützen. In dieser Welt gibt es so viele verschiedene Arten von Pokémon und Trainern. Ja, schon. Ach stimmt, in diesem Haus waren wir noch gar nicht drin, ne? Gehen wir noch schnell rein. Und da holen wir noch ein Item. Dein Streben nach Erfolg hat dich also hierher geführt. Nun dann, so sei es. Deine Leidenschaft sollte belohnt werden, und zwar mit unglaublichen Attacken. Ich spreche hier von ultimativen Attacken. Soll ich einem deiner Pokémon eine beibringen? Was denn eine ultimative Attacke? Chaltera? Soll ich deinem Chaltera Flora-Statue beibringen?
Was? Mächtiger... Oh, 150? Mächtiger Angriff mit Ästen. Der Anwender muss eine Runde aussetzen. Ach, das sind die Special Attacks für die Starter-Pokémon. Deshalb konnte es auch nur Shelterra erlernen. Ja, gib her, Brudi. Kein Ding. Ah, aber der Anwender muss eine Runde aussetzen danach. Aber es ist halt mega stark. Eieiei. Puh. Okay, das weiß ich noch nicht. Ich lasse es erstmal. Soll mir auch recht sein. Besuch mich wieder, wenn du deine Meinung geändert hast. Werden wir. Ich werde es mir nochmal überlegen, weil das ist ein gutes Angebot. Die folgenden hier aufgeführten Pokémon können ultimative Attacken erlernen. Glurak, Tornupto, Logok, Panferno, Turtok, Impagator, Sumpex, Empoleon, Bisaflor, Megani, Gewaldro und Shelterra. Alle Starter-Pokémon können das. Ja. Genau. Du. Weil diese Routenmusik überhaupt nicht, weil man die ganze Zeit auf dem Fahrrad ist, ne? Wechselhülle? Ich glaube, war kein gutes Item. Na, wie auch immer. Ist ja eigentlich ziemlich egal. Ich sammle nur gerne Items. Nächster Trainer. Wer gibt denn diese Route? Welche Attacken beherrschen deine Pokémon? Daran erkenne ich, wie gut du bist. Ich meine, jein. Man kann schon an Pokémon-Attacken erkennen, ob der Trainer Ahnung hat von Pokémon oder ob der gerade zum allerersten Mal spielt. Aber, ich weiß nicht. So, Tails, ich hoffe, du wirst langsam nicht müde, denn deine Attacken gehen langsam aus. No! Okay, alles gut. Alles gut, ich hab nichts gesagt. Knuddler. Nein, ich bin nicht tot. Die ganze Heilung von der Muschel ist weg. Och, Mann. Ja, wow. Verbrennung war nicht mal nötig, wegen Sturm. Aber hey, immerhin tut der Sturm auch dem Gegner was. Weg. Was KP weg. Und nicht nur meinem Pokémon. Ein Yanma. Ich meine, Yanma ist sogar ziemlich beliebt in letzter Zeit geworden. Habe ich so das Gefühl. Ich persönlich finde Yanma und die Weiterentwicklung Game Mega ziemlich langweilig. Auch vom Design her. Und bin das nicht ich oder. Ich bemerke erst jetzt, dass. Ja, im 3D-Modell ist ein. Mund so komisch auf und zu, das sieht total seltsam aus. Mach das bitte nicht. Bitte mach es nie wieder auf. Das sieht so komisch aus. Gott. Level up. Hab ich auch nötig. Autsch. Ja, sorry wegen Meinung. Es soll aber jemanden geben, der Pokémon verschiedene Attacken beibringen kann. Ja, das stimmt. Ah, hier ist das Ende der Route. Nee, warte, was? Es geht zur nächsten Route rüber? Nein. Doch. Wir haben in der nächsten Folge nochmal zwei Routen vor uns. Ah. Aber wir können in dieser Folge noch schnell das Haus besichtigen und diesen Trainer ausschalten. Du wirst siegen. Das hat mir einen Blick in die Zukunft verraten. Hey, immerhin mal einer, der, ja, der wirklich auch in die Zukunft sehen kann. Trotzdem wird er gegen uns kämpfen, obwohl er weiß, dass er verliert. Okay. Kein Problem. Vielleicht will er einfach nur schnell nach Hause teleportiert werden. Deshalb kämpft er gegen einen Trainer, gegen der keine Chance hat. Ich meine, wie kommt man denn eigentlich ohne Pokémon wieder zurück nach Hause? Stell dir vor, du bist mittendrin in deiner Route, gehst Game Over, weil deine Pokémon alle voll besiegt wurden. Und sieht einfach nur, ja, du wirst dir mit Schmerz vor Augen und du bist jetzt auch einfach so im letzten Pokémon Center, wo du zuletzt warst. Egal, ob das 5 Städte vorher war oder jetzt hier in der Nähe war. Egal. Das ist total seltsam. Also. Ja, ja, vielleicht ist es genau das, was er vorhat. Könnte sein. Was? Es wurde nicht besiegt. What the hell? What the hell?
Das war aber gut. Okay. Was ich in der Zukunft sehen konnte, hat sich bewahrheitet. Stimmt. Ich habe verloren, aber meine Vorhersagung hat sich bestätigt. Win? Schätze ich. Gucken wir kurz im Haus vorbei, bevor wir aufhören. Hi. Ich liebe es, meine Zeit mit Lesen zu verbringen. Mein Sohn ist ein ähnlich passionierter Leser. Vor kurzem habe ich übrigens gelernt, dass das Wort Universum in einer antiken Sprache Zeit und Raum bedeutet. Echt? Das hört sich ziemlich interessant an. Nee, wirklich. Das hört sich ziemlich interessant an. Okay. Ich hoffe, wir hatten Spaß mit dieser Folge. Hier gibt es Calcium. Und auch das Ende der Folge. Beim nächsten Mal machen wir die restlichen Routen und kommen dann hoffentlich auch endlich beim Erholungsareal an, weil wirklich, ich kann die Erholung jetzt ziemlich gut gebrauchen. Also dann, bis zum nächsten Mal.